müssen jetzt rechts abbiegen. Okay. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist sehr früh heute, weil wir mit anderen Menschen in den Bikepark fahren und die sind alle Frühaufsteher und ich nicht. Dieses frühe Aufstehen, ne? Um in die Bikeparks zu fahren. Also ich weiß ja nicht. Ich denke, ich kann mich niemals daran gewöhnen. Aber da müssen wir einfach heute durch. Es geht in Greenhill Bikepark. Der Marc kommt. Die Michi kommt. Der Tom ist, glaube ich, auch noch da. Dann Herr Kevin, also der Auto-Otter. Der ist einfach nach Winterberg gefahren. Ich dachte eigentlich, ey, endlich lernt man sich auch mal kennen. Aber nein, er ist einfach nach Winterberg gefahren. Ja, und wir haben jetzt noch 39 Minuten Fahrt. Ich hoffe, ich werde noch wach bis dann. Und dann geht's ab, ne? Ja. 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 Okay. Gut. Sehen uns. Bis gleich. Leute, wir sind angekommen und ich bin auch langsam ein bisschen wach. Ich soll jetzt noch einen halben Oat King essen und dann bin ich, glaube ich, auch bereit. Die anderen Jungs sind irgendwie schon alle ready und sind ziemlich viele Leute jetzt, die wir kennen heute da. Christian und Finn sind auch da, da hinten. Ja, und ja, Marc, Tom, ja, wie schon gesagt, super viele Leute. Wir machen uns langsam fertig jetzt. Gehen dann Tickets holen, es ist schon krass voll, also hätte ich echt nicht mit gerechnet, dass wir sind extra ja vor Liftbeginn hier gewesen und trotzdem ist es schon krass voll. Naja, aber wenn das so ist wie letztes Mal sonntags, finde ich, geht das Ganze, ist nicht so schlimm. Und Moin! Ach ja, Leute, ganz vergessen, ich habe einen neuen Helm und zwar den IXS Xult DH. Der wiegt nur, hier steht's, 980 Gramm. Ich werde den heute mal testen, weil der andere, der wurde schon so langsam locker und ich hatte mich auch irgendwann nicht mehr so ganz wohl gefühlt mit dem Helm. Ja, so sieht der Ganze aus. So, ich finde optisch mega cool. Weil wenn man jetzt schneller fährt und so, dann habe ich mich einfach langsam unsicher gefühlt mit diesem Enduro-Helm. Und ich wollte auf keinen Fall den 1,8 Kilo schweren O'Neill-Helm wieder anziehen. Deswegen teste ich den jetzt mal. Ich hoffe, er sagt mir zu, weil er war schon ordentlich enger. Aber vielleicht muss das ja auch so sein. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie eng so ein Helm sitzen muss. Ob der wackeln darf, oben, unten, links, rechts oder so. Ich habe nämlich gar nicht so richtig Ahnung. Aber er fühlt sich auf jeden Fall gut an. Das ist so ein Doppel-D-Verschluss. Das muss ich jetzt erstmal lernen. Dann kann die Michi mir gleich mal eine Schulung geben. Ja. Aber wir können natürlich alle vier zusammen die Zeit um uns fahren bis zum ersten Abgang. Ach, das geht auch? Ja, dann machen wir das. Nervös. Brauchst du nicht, nein. Wirklich nicht. Ich war auch super nervös an dem Tag, aber ich war nicht so lange nervös, weil ich nie gedacht hätte, dass ich das mache. Aha. Aber
Ohne Scheiß, ist kein Ding. Fahren wir einfach. Ja, fahren wir. Aber wir bleiben ja hier noch drin. Die ist aber cool geworden. Oh fuck, falscher Fuß vorne. Sandkasten. Das war die schwerste Kurve. Ich bin mir sicher, ihr kennt das Gefühl. Es ist so eine Mischung aus Vorfreude und irgendwie doch ein bisschen Angst, wenn man auf neue Features zufährt oder auf dem Trail dorthin ist. Ich für mich war mir allerdings sicher, dass ich die großen Drops hier endlich fahren kann. Ich habe ja so meine Probleme mit Drops aus der Vergangenheit und ich habe da immer so meine kleinen mentalen Hürden. Naja, das wisst ihr ja, wenn ihr schon länger dabei seid. Allerdings handhabe ich es ja so mit den Features, dass ich immer die Sachen erst fahre, wenn ich mich wirklich safe fühle. Das heißt, wenn ich mir sicher bin, dass die Technik dafür sitzt, dass ich das Ganze eigentlich mehr oder weniger intuitiv schon fahren kann. Und bei diesen Drops war ich mir sicher, dass das Ganze geht. Wobei ich ehrlich zugeben muss, dass die Dinger von außen schon echt massiv aussehen. Und weil das Ganze irgendwie so ultra massiv gebaut ist, ist es ein bisschen angsteinflößender als so ein normaler Drop auf irgendeinem Trail. Allerdings kann ich euch jetzt schon mal versichern, wenn ihr eine sichere Drop-Technik habt, dann braucht ihr euch hier echt keine Gedanken machen. Die sind wirklich extrem gut gebaut und ich muss dafür sagen, dass ich auch gar keinen Impact in den Landungen gespürt habe. Der andere ist ein Ticken höher, glaube ich, ne? Ja, ist die Frage, willst du jetzt erst gucken gehen unten? Ja, wenn wir den hier anfahren, fahren wir durch. Genau. Dann lass mal Fahrräder hier und gehen gucken. Den unteren an. Ja, oder? Ist der mehr Drop oder Stepdown vom Feeling? Wieder mit der Stufe. Das ist ein Mischmasch. Also ist echt ein Mischmasch. Du darfst nicht so schnell sein wie auf dem Stepdown, den du nur mit Speed nimmst. Kannst du auch, aber dann fließt du halt tief. Ja. Aber es ist auch kein richtiger Drop, also muss schon ein bisschen anbremsen, aber... Okay, dann fahren wir von hier oben durch, ohne angucken unten. Ja. Wenn du sagst, der ist einfach nur ein Ticken kürzer. Der andere ist halt höher. Ja, der ist halt höher, aber die Länge, der geht auch nur bis hier oder so. Der ist wirklich nicht so gut. Ja, eine Erfahrung, ja, ja. Da gar keinen Kopf. Willst du den Double dahinter auch direkt machen? Ja, ne? Ja. Schieß mal direkt. Der Double ist doch wie die Sprünge unten, oder? Hier ist echt krass sandig, ey. Next Level. Huh! Einfach machen? Ja.
so, Bro. Aber. Krass. Geil, Alter. Double war ich ein bisschen zu kurz. Da war ich auch minimal. Nochmal? Wollen wir noch hochschieben? Geht von hier. Von hier nochmal hoch? Wir können hier an der Seite hochschieben. Ja, komm. Müsste gehen. Direkt nochmal. Dann können wir nämlich die Raupen noch machen, meine Bucke. Ja. Ah, Digga. Dann machen wir die Raupe alle weg, ne? Ja, so. Ja, ja, fahren. Kurz zum Autoshop tanken, Mittagessen. Gestern am Wochenende war das maximal zu hell. Aber gestern mal Regen angesagt. So Leute, kleine Mittagspause gemacht. Jetzt geht's gleich nochmal los. Ich habe mir für heute ja vorgenommen, die großen Drops hier zu fahren. Außer dieses Ring-Ding, ne? Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber ich weiß auch gar nicht, wer das hier fährt von unseren Jungs. Ist wirklich, diese großen Drops sind wirklich nur mental. Ist wirklich nicht viel Technik. Ist wirklich einfach eigentlich. Aber ja, der Weg dahin ist tatsächlich schwieriger als der Drop selber. Naja, wir machen uns jetzt ready. Ihr T-Shirt müsste jetzt gleich schon wieder trocken sein. Und ja, die Jungs waren sich auch schon alle auf dem Weg. Ja, genau, dann nur das Trocken. Alles los hier. Bist du zufrieden? Ja. Ja. Ich würde jetzt aber gerne mal wieder fahren. Ja, ich würde auch gerne wieder fahren. Ja. Sollen wir fahren? Ja. Wir fahren auf der Auto. Hier verstellbar. Ja. Mit einer Schraube halt. Ah, jetzt können wir wieder frischen. Ja. Als wir jetzt hier in die neue Line gestartet sind, habe ich noch nicht geahnt, was mich jetzt gleich erwartet. Denn wir standen dann irgendwann unten an dem Verteilerpunkt und der Tom meinte, komm, wir schauen uns mal diese Line hier an. Und ich war mir sicher, dass ich das eigentlich an dem heutigen Tag nicht mehr fahren wollte, weil ich hatte mir die Drops vorgenommen und das war schon mental immer wieder eine kleine Challenge. Und wenn man sich so Challenges stellt, dann ist man ja auch immer schon so ein bisschen geschafft davon, aber irgendwie ist das Ganze dann doch ein bisschen mehr eskaliert, als ich gedacht hätte. Alter, übelster Sandkasten. Ist halt schon, nicht mehr rot, ey. Ich find's halt das Landige ätzend. Ach, jetzt ab die Holzbrücke, ne? Und dann dieser Double Steingap. Geil, geil, geil. Aber technisch ist doch dein Ding. Boah, Alter. Alter Falter!
schön, aber geht. Für was stehen wir hier an? War klar, dass sie die Jukebox fahren. Ja, das Ding ist, du brauchst halt Speed. Ja, vor allem jetzt kommen die ganzen Doubles und du weißt halt nicht, wie sind die? Das heißt, fährst du da einfach dann drüber? Nee, das ist ja einfach nur so schnell wie geht. Ja, ein bisschen abziehen musst du. Kannst du liegen lassen. Das ist aber scheiße, sagt er. Also bei dem reden, wenn ich den Rolls einfach. Ja, die sind ja auch alle jetzt nicht so, dass du stirbst, wenn du zu kurz springst. Hier ist jetzt dann die Bremsbänder, die sind nicht ohne Grund da. Ja. Da wo Marc jetzt steht, muss halt schon gut reingehen in den Eisen. Die Sache ist, du musst den da nicht zwingend scharf springen. Ich spring den fast immer gerade. Ich spring den eigentlich. Ich bin immer ein bisschen so und dann auch wirklich gerade rein. Also ich mache jetzt nicht von so auf so irgendwie rumlenken. Ja, das ist kein Stress. Das ist kein Stress. Ich bin jetzt nur, denn die nächsten gestern ziemlich weit nach rechts ja, gekommen. Ja. Und da ist der Baumstumpf, wo ich mich dann abgeholt habe, weil ich halt nicht mehr die Kurve gekriegt habe. Weißt du? Das ist das Road Gap, ne? Ja, lauf da nicht hin. Doch, ich muss das sehen. lauf da nicht hin. Du musst nichts machen. Du musst einfach nichts machen. Was halt? So schnell, wenn du hier rauskommst, dann von mir aus trampel noch mal rein, nachdem du den landest. Und du fährst einfach. Du machst so. Brauchst den Speed nur. Genau, und danach kommen noch zwei so normale Doubles. Das ist schon nicht ohne, ne? Der ist groß. Das ist, glaub, das ist wahnsinnig groß. Ja, aber glaub es mir, das ist einfacher als der Double um. Aber du musst halt Speed haben. Da, wie gesagt, die Schlüsselstelle ist der Sprung nach der Brücke. Wenn du den fünfmal gemacht, und dann einmal zu. Und los geht's. Geil, Mann, ey! Boah, der Mann war so sauber bei mir. Ah, es war ein klein bisschen unsafe. Ist nicht schlimm, war erster Run. Geil, Mann! Ich hab das Roadgap richtig verkackt. Egal, Mann. Digga, ich bin so nosy gekommen. Hallo! Alles gut? Ja, hier ist Ende.
Jeans oder hast du einen Streifen in die Buchse? Das Fahrrad hat mich gerettet. Digga. Das war knapp, ne? Ja. Da habe ich ein bisschen Angst. Der erste Versuch war viel besser. Ja. Ja gut, aber ist auch die Pumpe jetzt, ne? Ja, für mich ist das heute durch, das Thema. Ich bin jetzt dreimal angefahren, ich bin beim dritten Mal jetzt unten viel zu langsam rausgekommen aus der Kurve. Vorher viel zu hoch. Ja, ja, du warst erst zu schnell und dann zu langsam. Und dann zu langsam. Ja. Und da war mir jetzt lieber abzubrechen. Ja. Ich hätte das nicht geschafft. Selbst wenn ich reingetreten hätte, ich hätte die Geschwindigkeit nicht gehabt. Boah, gesehen, wie du da runtergekommen bist. Du springst halt richtig den letzten, letzte Gap vor dem Ding. Und da bin ich nicht. Ja, ich hatte auch, glaube ich, zu wenig Energie. Der war aber schon wieder sehr, sehr clean bei mir, muss ich sagen. Ja, der sah gut aus. Aber du drückst auch raus. Ja, muss ich. Ja, ja, du drückst auf jeden Fall raus. Ich habe halt ein bisschen mehr Gewicht auch, ne? Aber das ist jetzt, glaube ich, meine 10. Abfahrt voll. Ey. Also, ja. Ich bin hier ein bisschen mehr gefahren als hier, die Line. So ist das jetzt nicht, ne? Ist eh schon krass, ey. Daniel auch im zweiten Run durchgezogen. Richtig gut. Ja, aber du auch, ey. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht. Du warst jetzt ewig schon nicht mehr Park gefahren, auch irgendwie. Ja, geht, war in Olpe letztes Jahr. Ah, ja, stimmt, du warst in Olpe, ja. Im zweiten Run hätte ich durchgezogen. Wenn die beiden da nicht gestanden hätten, wäre ich durchgeballert. Hätte geguckt, dass ich das irgendwie schaffe, aber gerade bin ich vorher nicht gemacht. Ja, du weil du warst schnell. Du warst richtig schnell und hast mit dem Vorderrad gecased. Was? Ja, ja, Mann. Der ist mit dem Vorderrad reingeknallt. Aber dank Körper-Bike-Trennung kein Problem. Ja, hast du richtig gesehen, dass er alles richtig gemacht hat? Das Rad unter sich durchgeschoben und dann scheißegal, Hauptsache geradeaus. Gar nicht versucht, da noch eine Kurve oder so. Du hast ja gut gerettet. Aber ja. Ich hab Schiss gehabt, Alter. Ich hatte aber auch Schiss. Aber ich habe in dem Moment, als ich wusste, ich komme nosy, in meinem Kopf war nur nicht bremsen. Ja, war, du hast und dann habe ich den Baum gesehen und ich so. Ich weiß, dass die Line noch nicht perfekt gesessen hat, aber das kann ich auch nicht erwarten bei zwei Abfahrten, beziehungsweise nur eine komplette Abfahrt und eine bis zur Hälfte. Ich will auf jeden Fall die Line nochmal dieses Jahr fahren und dann halt richtig, richtig clean mit ein bisschen mehr Energie und vielleicht eher zu Anfang und nicht zu Ende des Bikeparks besucht. Allerdings war es wirklich für mich eine mega Herausforderung und ich bin über mich hinausgewachsen und das, auch wenn es nicht ganz sauber war, macht mich echt stolz an dem Tag. So Leute, Bikes gewaschen, wir beenden den Tag, einfach schon ein bisschen schlapp. Gestern waren wir in Siegen und irgendwie das frühe Aufstehen, ja wisst ja, das liegt mir nicht. Deswegen ja, packen wir zusammen, lassen gut sein für heute. Leider nicht, ja doch, eigentlich schon mehr geschafft, als ich mir vorgenommen hatte. Ziel war für mich auf jeden Fall mal hier die Drops zu machen. Weil ihr wisst ja Bescheid, Drops in der Dire, nicht so eine gute Sache immer. Aber mittlerweile klappt das eigentlich schon ganz gut. Und dachten uns jetzt, wir machen einfach uns einen chilligen Tag noch gleich auf der Terrasse. Chillen ein bisschen, Wetter genießen. War mega cool, Marc und Tom und so wieder zu sehen. Allgemein, wenn man mit so den richtigen Leuten unterwegs ist, sagt das ja immer wieder, macht es einfach mega Laune und man pusht sich auch so ein bisschen. Also die Jukebox wäre ich, glaube ich, nicht gefahren, hätte ja Tom nicht gesagt, hey, wir schauen uns die jetzt an, weil er die schon ein paar Mal gefahren ist. Und es hat auch gut funktioniert. Einmal habe ich mich ja gesaved noch, ne, als ich das vom Vorderrad da zu kurz, oder weiß gar nicht genau, was passiert ist, sehe ich im Video, weiß ich, nachdem ich das Video geschnitten habe. Aber dank Körper-Bike-Trennung und laufen lassen und hingucken, wo ich hin will, hat alles funktioniert und ist nochmal gut gegangen. Ich konnte die Line zu Ende fahren. Ja, ich weiß nicht, ob wir zum letzten Mal im Greenhill Bike Park dieses Jahr gewesen sind oder ob wir nochmal hier sein werden. Wir werden es sehen, weil die Saison geht ja gar nicht mal so lange und eigentlich, sind wir mal ehrlich, kommt es darauf an, dass wir alle ja ohne eine dicke, fette Verletzung irgendwie durch die Saison kommen. Für Michi ist heute viele Steilkurven gefahren. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Gut gemacht. Sehr gut. Gut gemacht. Ja. Der Tom und die anderen, seht ihr wahrscheinlich noch mal im extra Video von denen. Aber die haben eigentlich fast den Park langsam hier durchgespielt. Richtig krass. Ich verabschiede mich von euch. Abonnieren, kommentieren, nicht vergessen, Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.
Wusstest du schon, was kommt, ne? Also ich fühle dich. Ich glaube, das machen ist kein Ding. Ist kein Ding. Der sieht auch von oben, wenn du drauf zufährst, sieht er gut aus, aber jetzt ist zu viel passiert. Jetzt ist zu viel im Kopf. Du hast schon zu viel durchgespielt. Lass die Leimer von oben durchfahren im nächsten und dann. Einverstanden. Okay. Der Marc hat gesprochen, wir lassen es. Nächstes Mal. Hört sich gut an. Also die Leim würde ich aber trotzdem gerne machen.